Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu Wirtschaft TV. Bei mir ist heute Jakob Rauscher von der Mandare. Herzlich willkommen. Ebenso, herzlich willkommen. Herr Rauscher, Sie sind schon sehr lange im Geschäft, schon 10 Jahre auch mit der Mandare. Wie hat sich das Geschäft in den letzten 10 Jahren entwickelt? Ja, es ist schon einiges passiert in den letzten 10 Jahren, wenn man das so Revue passieren lässt. Ich bin ja mittlerweile seit 28 Jahren in dieser Branche tätig, aber so spannend wie die letzten 10 Jahre war es selten. Wir sind angetreten vor 10 Jahren in dem Bedürfnis, uns mit alternativen Investments zu befassen. Wir hatten es leid, immer wieder das Auf und Ab an den Börsen mitzumachen und die Verluste zu realisieren. Also haben wir uns überlegt, alternative Investments umgeschaut. Damals vor 10 Jahren war das noch gleichzusetzen mit Hedgefonds, alternative Investments. Da haben wir uns auf die Suche gemacht nach Investments und nach Mantelgebern. Damals durfte man den Ausdruck ja noch verwenden. Mittlerweile ist er ja etwas verpönt und haben dann ein fertiges Produkt gehabt. Und dieses Produkt haben wir uns überlegt, wie bekommen wir das am besten an den Markt? Und das war die Geburtsstunde der Mandare, damals noch Alpeco in Kempten. Das war die Entwicklung und wo würden Sie sagen, stehen Sie heute? Heute nach 10 Jahren, ja, ich denke, dass wir in dem Bereich alternative Investments im Mantel einer Liechtensteiner Fondspolice schon der Marktführer sind in Deutschland. War das ein langer Weg dorthin? Es war ein langer Weg, der am Anfang von sehr viel Erfolg gekrönt war, aber natürlich 2007, 2008 sind nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Hedgefonds heutzutage gibt es nur noch wenige gute. Es sind ja in der Zeit ein Drittel aller Hedgefonds vom Markt verschwunden. Und zwar hat sich das Ganze ein bisschen verändert. Wir befassen uns jetzt hauptsächlich mit sachwertorientierten Anlagen, physische Werte. Und da haben wir eben mit dem Standard Liechtenstein den Vorteil, dass man hier bis zu 100% physische Werte hinterlegen kann. Ja, das Anlageprivileg in Liechtenstein gibt es ja her, dass sämtliche werthaltige Investments in den Deckungsstock einer Versicherung genommen werden können. Wir können also, überspitzt gesagt, wir können Goldfonds abbilden mit einem physischen Auszahlungsanspruch. In Deutschland wäre das undenkbar. Können Sie vielleicht noch mal beschreiben, was so das Kerngeschäft von Ihnen ist? Das Kerngeschäft jetzt ist eindeutig Sachwertanlagen, angefangen von Waldinvestments über Immobilien, Edelmetalle bis hin zu einem Fonds, den wir aufgelegt haben, das in Europa kein zweites Mal gibt, den Terra Metal Fund. Physisch hinterlegte seltene Erden und strategische Metalle zu 100%. Sie haben ja schon erwähnt, den Standort Liechtenstein. Welche Vorteile bringt der? Ja, in erster Linie dieses sogenannte Veranlagungsprivileg, das ich schon angesprochen habe. Sie können in Liechtenstein als einzigen Standort, und das ist der liberalste Standort in Europa, eben diese physische Hinterlegung darstellen. Und das ist, denke ich, in der heutigen Zeit sehr wichtig. Was haben Sie für die Zukunft geplant? Also für die Zukunft haben wir uns vorgenommen, dass wir mehr Augenmerk auf stetige Wertentwicklung legen. Das heißt, börsenunabhängige Investments im Sachwertbereich und vor allem auch nachhaltige Investments. Dabei wünsche ich Ihnen viel Glück, Jakob Rauscher von der Mandare. Vielen Dank für das Interview. Und Ihnen, liebe Danke auch. Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sehen uns bald wieder bei Wirtschaft TV.